Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und die neue Aktualisierung in FIFA Mobile hat stattgefunden. Wir haben eine Aktualisierung früh um 3 gehabt und das heißt, jetzt ist das neue Event da und wir können mal hier gemeinsam reinschauen. Ich werde mal wieder ein bisschen was dazu sagen und sagen natürlich, was Free-to-Play ist, wie das Ganze funktioniert. Und ja, also gehen wir einfach mal ganz einfach rein, mal ganz anders auf den Donnerstag, weil eben die Aktualisierung komplett neu ist, komplett belastend eigentlich auch so, was ich ja schon in einem anderen Video angesprochen habe, weil jetzt alle Events um die Uhrzeit rauskommen werden. Absolut blöd eigentlich, was EA da wieder gemacht hat. Wir können mal hier schauen. Also, wir sind drin im Retro Stars Event, das ist neu rausgekommen und da sehen wir hier, man kann wieder für Werbung gucken, Retro-Punkte und Tageszielpunkte bekommen. Was man damit macht, schauen wir uns gleich an. Zuallererst nochmal hier, also jeden Tag könnt ihr hier Skillspiele und eben auch Partien spielen. Versus Angriff 1 gegen 1, alles möglich, ziemlich viel zu spielen. Aber ich denke mal, das sollte alles machbar sein. Und da bekommt man eben auch hier die Retro-Punkte, Tageszielpunkte, mit denen man dann eben auch noch gute Dinge abholen kann. Wenn man das alles dann geschafft hat, hier kann man einen 103 bis 108er Spieler mitnehmen. Ja, irgendwelche 75 bis 89er auch. Naja, gut, perfekt. Ein paar Münzen sind dabei und noch ein paar andere Spieler. Und ja, genau, kann man dann auf jeden Fall mitnehmen, wenn man das alles durchgespielt hat. Dann können wir nochmal weiterschauen. Genau, das ist verfügbar in 19 Stunden. Da haben wir hier einmal ganz normal CPU-Spiele für Rangpunkte. Wir haben ganz normal hier auch, ja, das ist ein Versus-Angriffsspiel für Rangpunkte und wir haben hier 1 gegen 1 für Rangpunkte. Genau, und mit diesen Rangpunkten kann man dann eben hier in den Rangboni steigen. Das Ganze wird ein bisschen eine bestimmte Zeit lang gehen und dann könnt ihr hier, je mehr Rangpunkte ihr bekommen habt, umso besser sind eben eure Boni dann in dieser Liste. Also wenn ihr wirklich gut alles gewinnt und so, dann könnt ihr hier 108 bis 115er Spieler bekommen, 1000 Gems, 10 Millionen Münzen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich gut, was EA hier reingehauen hat. Ja, und man bekommt eben hier auch noch von diesen Ranglisten Tickets, mit denen man das Ganze spielt, bekommt man eben noch 10 Stück. Und ja, genau, damit kann man das Ganze eben auch angehen. Und die Boni kann man dann eben nach einer bestimmten Zeit abrufen und kann dann eben hier gucken, wo man gelandet ist. Ganz einfach, hatten wir, glaube ich, schon in anderen Events auch. Ich weiß gar nicht mehr wo, aber es gab's auf jeden Fall auch schon mal. Ich glaube, beim Toti oder so, ich bin mir gar nicht sicher. Falls ihr es noch wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber sowas Ähnliches hatten wir auf jeden Fall auch schon mal. Ja, Boni. Boni auch ganz wichtig. Da könnt ihr eure ganzen Retro-Stars-Punkte ausgeben. Jawohl, die könnt ihr hier ausgeben. Da habt ihr richtig Bock drauf, hoffentlich. Da gibt es auf jeden Fall hier 110er, 111er, 112er, 113er und einen Rivaldo. Finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf so ein Spiel habe ich eigentlich ziemlich wenig Lust, muss ich ehrlich gestehen. Ja, weil ist jetzt nicht so, vielleicht so cool, habe ich eigentlich wenig Bock, dort meine Punkte auszugeben, weil so krass sind die Belohnungen jetzt nicht. Ich brauche die Spieler tatsächlich eher weniger. Man kann hier zwar noch andere Spieler ziehen, aber ist jetzt nicht so krass irgendwie, würde ich sagen, so, ne? Keine Ahnung, was ihr dazu so sagt. Ich werde meine Punkte wahrscheinlich eher sparen, weil die Belohnungen hier, ja, es sieht schon ganz okay aus so, aber na, irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich gebe meine Punkte woanders aus und wo ich sie ausgeben werde, kann ich euch dann auch gleich nochmal zeigen. Wir haben hier unten noch ein paar Gratis-Dinge, die wir hier bekommen können, also Nachholbonus und so ein Zeug. Ja, das wird in 7 Tagen verfügbar sein, da könnt ihr es hier gratis durchspielen. Also auch wieder ein bisschen was zu spielen, finde ich auch interessant tatsächlich. Also hier gibt es auf jeden Fall gut was zu spielen in diesem Event, was gar nicht mal so schlecht ist, denke ich mal. Aber naja, ist, denke ich mal, trotzdem eine gute Sache. Wir haben auch hier denn die Quests noch, da können wir gleich nochmal schauen, weil da gibt es nämlich auch nochmal hier extra für die Quests im Event ein anderes Kapitel, das Vintage-Kollektionskapitel. Da könnt ihr nämlich hier Fanliebling, also ihr könnt hier wieder interessant, ich glaube, das sind Logos.
Jawohl, ihr könnt Logos bekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und hier, das kriegt man gratis? Ist es ein Bug? Ist es ein Bug, dass man das gratis bekommt? Lol. Gratis und mit Gems und irgendwie Tippe, um ein Geschenk zu erhalten. Fanliebling, ja, nö. Okay, kann man wahrscheinlich einfach so jetzt mal bekommen. Ich nehme lieber den Spieler mit, weil ich benutze diese Emotes tatsächlich gar nicht. Da hole ich mir jetzt einfach mal ein Retro-Stars-Pack. Auf entspannt, Leute. Let's go, 106er Retro-Stars-Spieler, wen bekommen wir? 106er Musrati. Okay, kann ich glaube ich nicht verkaufen, aber... Kann ich die alle mitnehmen? Ah, nee, es geht nur einer. Okay, es geht nur einer, perfekt. Es geht nur einer und dann können wir eben hier Punkte, die wir in den Quests bekommen haben, können wir hier eintauschen. Wir fangen an mit dieser Woche. Wir können die Quest von dieser Woche eben machen und dann hier die Punkte, die man da für immer so bekommt, kann man eben hier eintauschen. 5-mal das Ganze und dann hat man eben hier die Chance, auch solche interessanten Boni zu bekommen, so mit Münzen, mit Renaissance-Trikot, also alles Mögliche hier, was man da bekommen kann. So, finde ich eigentlich ganz cool gemacht, auch wenn ich davon gar nichts brauche, außer vielleicht ein paar Münzen, aber naja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen hier. Sonst Retro-Stars-Team ist auch noch am Start, Leute, und das finde ich ziemlich cool. Warum ist so ein geiles Chapter zum Schluss? Ihr könnt hier jeden Tag spielen, ihr könnt hier durchspielen, zack, 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 und kriegt zum Schluss auch nochmal vollkommen gratis ein 106 bis 117er Pack. Ein 106 bis 117er Pack, Leute. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, was hier alles drin sein kann. Ist zwar alles untauschbar, aber das ist geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Wenn man das Ganze 20 Mal gemacht hat, dann, was also Free-to-Play ist, kriegt man einen 114er untauschbaren Spieler. Das finde ich auch gut. Also Lahm, Lacroix, Mahrez und Gavi. Also wirklich, wirklich gut, muss ich ehrlich gestehen hier. Und das sind halt alle Spieler, die man hier nochmal sehen kann. Puh. Also ich glaube, ich könnte irgendwie jeden 116er mit Kusshand aufnehmen. Selbst, ja klar, auch 117er ist ja auch klar. Weil die einfach alle geil sind. Die sind halt einfach alle richtig, richtig gut. Und ja, was soll man noch sagen? Heftig. Heftig, heftig, heftig. Wir können noch kurz in die ganzen Dinge hier reinschauen. Erziele 10 Tore, dann gewinne Division Rivals Zeug. Ja, ist easy, würde ich sagen. Ist easy, kann man machen. Und ja, an einem Tag gut. Ja, kriegt man eigentlich auch im Beender ein Skillspiel oder Partie, in den Events. Ja, sollte man alles hinkriegen, oder? Sollte man eigentlich alles hinkriegen. Ja, und dann kriegt man eben hier zum Schluss, wenn man das alles geschafft hat, 108 bis 113. Das kennen wir ja auch aus dem letzten Event dann, wie das da so aufgebaut ist mit den Quests. Genau, aber ist eine gute Sache. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wir kommen mal noch zum Umtausch. Da gibt es natürlich auch neues Zeug. Ihr seht schon 116 und 117er Umtausch. Und da werde ich wahrscheinlich probieren, meine Punkte irgendwie rein zu investieren. Weil das sieht schon richtig heftig aus. Also da hätte ich schon Bock drauf, auch meine Retro-Punkte eher dafür auszugeben. Weil da hat man halt wirklich dann die Chance auf Spieler, die man wirklich spielen möchte. Und nicht nur auf dem 115er Rivaldo. Weil 116, da kann gefühlt jeder in mein Team. Außer ich habe die Position nicht, oder? Na, Neymar, da habe ich die Position nicht. Den Rest habe ich sogar als Position. Also, das wäre schon perfekt, ne? Das wäre schon perfekt, was zu bekommen. Da einen Umtausch zu machen, werde ich bestimmt auch die Tage mal machen. Mal schauen. Aber, also wenn ich genügend Münzen habe natürlich, ne? Das kommt halt auch mit dazu. Und wie teuer die jetzt steigen, wäre ja auch mal interessant, diese ganzen Spieler. Ja, wir haben noch den Star Pass am Start, Leute. Da gibt es auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu holen. Den werde ich mir bestimmt, weiß ich, ob ich mir den holen werde. 14 Tage geht das Ganze lang. Also da haben wir auch hier nochmal zum Schluss einen Pepe am Start. Pepe 115, ja, ist solide. Pepe 115 ist solide. Ich glaube, der ist einfach zu langsam, aber muss ich einfach mal gestehen, den kann man natürlich verkaufen. Ah, ich glaube, für mich wäre der zu langsam. Weiß ich nicht ganz so, ob ich den spielen würde, wenn ich den bekomme. Ich glaube, ich werde mir den Pass holen, ja. Aber muss nicht sein. Muss ich mal überlegen, ob das nötig ist. Genau. Und dann können wir natürlich noch reinschauen in den Shop.
Da sind wir dann mit allem durch. Aber im Shop gibt es natürlich auch neue Angebote, neue limitierte Angebote. Das finde ich auch wieder gut. Da kann man auch mal wieder sehr, sehr viel sparen tatsächlich mit diesen Angeboten, mit den FIFA Points. Tja, da gibt es gut was zu holen auf jeden Fall. Da gibt es wirklich, wirklich gut was zu holen. Sonst RetroStars Angebote ist ziemlich wenig, was es da wirklich gibt. Wir können auch das Gratis-Pack mitnehmen. Aber ja, es ist wirklich gar nicht mal so viel, ne? Es ist gar nicht mal so viel, was da irgendwie am Start ist. Was ich aber gut finde, ist, dass man auch seine Punkte aus dem letzten Event umtauschen kann. Ich habe das wieder voll vergessen. Ich habe zwar ein Video drüber gemacht, aber ich habe es voll vergessen, dass die Aktualisierung um 3 Uhr früh ist und somit habe ich voll vergessen, auch meine Punkte noch auszugeben. Naja, immerhin kann ich die umtauschen. Retro-Punkte ist jetzt kein so guter Umtausch, aber immerhin habe ich da noch ein paar mehr Retro-Punkte. Naja, ja, und sonst ja, gibt es hier eigentlich alles mögliche. UCL Top 11 gibt es random auch nochmal hier mit dabei. Ja, ist eigentlich sonst eine recht solide Sache. Ich glaube, das Event ist in Ordnung, das kann man eigentlich nehmen. Schreibt gerne mal eure Fragen, Meinungen, alles Mögliche in die Kommentare. Wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.